Hallo, mein Name ist Anne Dürr. Ich bin Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörbuchsprecherin. Und ich bin in den X-Men-Filmen Apokalypse und Berg Phoenix die Stimme von Sophie Turner, alias Jean Grey. Denken wir einmal nach. Kann ein Mensch seine Integrität opfern? Seine Rechte, seine Überzeugung, seine Freiheit, die Ehrlichkeit seiner Gefühle, die Unabhängigkeit seiner Gedanken? Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe 2011 mein Engagement am Theater gekündigt. Und es gab dann die Situation, dass ich 2012 bei einem Casting war, einem Werbecasting, bei Matthijs Casting, und traf auf einmal eine Bekannte, nämlich Nadine Leopold Saddam. Und ich meinte, was machst du denn hier? Und sie meinte so, ja, im Casting, Schauspielerin. Ich so, echt, Schauspielerin? Sie so, ja, Anne, ich wollte auch immer Schauspielerin werden. Weil wir haben zusammen Abi gemacht. Also wir kommen aus Bremen. Und dann hat sie gesagt, dass sie unter anderem auch Synchron macht. Und ob ich nicht Bock hätte. Und ich so, okay. Kam gerade vom Theater und dachte so, ja, Synchron, okay. Und dann hat sie mir echt schöne Tipps gegeben, so wie ich irgendwie mich vorstelle und mit den Aufnahmeleitern spreche. Und dann habe ich das letztendlich ein Jahr gemacht. Also ich habe dann mir gesagt, ich gebe mir ein Jahr und werde ein Jahr nichts anderes machen und werde der Synchronwelt Hallo sagen. Und das habe ich dann gemacht. Und hat funktioniert. Es hat funktioniert und ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, wenn ich... Ich mache das jetzt ein Jahr und wenn ich nach einem Jahr meine Netto-Kaltmiete zahlen kann, also Januar 13 auf 14, dann mache ich weiter. Und das habe ich dann im Januar auch können. So. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, das war bei der Berliner Synchron. Da hat Dirk Bublis Regie gemacht. Den hatte ich vorher in einem Ensembletermin kennengelernt. Und dann habe ich eine ganz wunderbare Serie gemacht. Und zwar... Es ist eine Kindheitsserie auch von mir gewesen. Es war einmal die Erde oder es war einmal das Leben mit dem Maestro, der erklärt, wie der Körper funktioniert und alles. Und da durfte ich dann in Es war einmal die Erde die Pirouetten machen. Und mein Bruder Pirou war Dirk Stolberg und das war meine erste große Rolle. Ja. Gab es bestimmte Kollegen, von denen du in der Anfangszeit viel lernen konntest? Ja, also... Es ist ja so, dass ich in der Generation des X-ens schon eingestiegen bin. Das heißt, im Ensemble hatte ich halt einige Kollegen, von denen ich lernen konnte. Und jetzt sind es halt viele Leute, ich habe viel in mich in die Regie gesetzt und habe zugeguckt. Und oft sind es dann auch die Synchronisationen, die ich mir im Nachhinein anhöre, wo ich merke, boah, krass, wie er oder sie das gelöst hat oder es gespielt hat. Also da sind dann Kandidaten, ich habe jetzt gerade Haus des Geldes geguckt und Leonard Malich hat da eine neue durchgehende Rolle und ich war so, wow, krass, was macht der denn? Anke Reitzenstein finde ich großartig, Tobias Müller, Meister, Gerrit Schmidt-Voss, das sind dann so, auch wenn ich denen nicht manchmal im Studio irgendwie folgen darf oder so, höre ich, was die tun und das ist natürlich großartig. So. Schaust du dir Filme an, in denen du mitgesprochen hast oder Serien? Ja, weil ich auch immer noch das gerne überprüfe. Also ich selber auch irgendwie wissen möchte, wie das, was ich im Studio gemacht habe, wie das ankommt. Ich gehe auch manchmal in die Regie und höre mir dann schon Passagen an. Aber auf jeden Fall gucke ich auch viel mehr Synchron oder deutsche Fassungen, seitdem ich das natürlich mache, um meine Kollegen und wie auch mich anzuhören oder mal zu überprüfen, ob das funktioniert. Und manchmal gibt es wirklich die Punkte, wo ich... Da stehe ich im Studio und dann weiß ich, manchmal denke ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich anhöre. Also was ist eigentlich, wer bin ich dann noch? Weil ja jede Figur eine Körperlichkeit hat und einen Charakter, den ich übernehme. Und dann hört sich die Stimme einfach anders an. Und ich denke so, wieso höre ich mich jetzt an wie 17? Und eigentlich ist doch meine Sprechstimme eine andere. Und ja, das ist auf jeden Fall, stiftet das manchmal Verwirrung bei mir. Gab es eine Produktion, die für dich eine besondere Herausforderung war? Ich habe eine Produktion gemacht, Newness heißt die, von Drake the Remus. Und das ist eine Schauspielerin, die ich insofern auch schon kannte, weil ich bei dem Victoria-Film von Sebastian Schipper mitgemacht hatte, wo ich letztendlich dann nachher aufgrund deren Kameraführung rausgeknallt bin. Und das ist ja ein One-Take gewesen, wie sie gearbeitet haben. Das ist Laia Costa.
Und das heißt, ich hatte mit ihr gedreht und durfte sie in Newness dann synchronisieren. Und es ist ein ganz feines Beziehungsdrama, Kennenlernen, Kammerspiel. Und mit Nicholas Holt in der männlichen Hauptrolle. Und das war, die hat einfach so großartig gespielt. Und es waren ganz viele, viele feine Momente, auch viel, wo sie geweint hat. Und das war eine große Herausforderung für mich. Und ich liebe aber solche Figuren. Das heißt, das war auf jeden Fall eine Arbeit, aufgrund von dem, was sie gemacht hat, dass es mich sehr geprägt und auch sehr glücklich gemacht hat, dass ich das machen durfte. Hast du Vorbilder unter den älteren Synchronkollegen? Vorbilder, also man schätzt sehr, was die Kollegen vor einem alles gemacht haben. Ich finde Vorbilder generell schwierig. Also ich habe nicht viele Vorbilder. Ich finde, was Leute manchmal machen und können, großartig anzugucken, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde gerne so sein wie der oder die. So, also das ist es nicht. Aber dass da einige Größen rumlaufen in dieser Branche, die zum Niederknien sind. Und das sind dann auch Kollegen, die dann gar nicht unbedingt irgendwie jetzt 60 oder 70 sind, sondern das ist dann eine Yvonne Greizke oder ein Tobias Müller, die den Job aber dann schon seit eigentlich 30 machen, weil sie irgendwie als Kinder ins Studio gegangen sind. Und dann denke ich, wow. Oder Marius Claren, Timo Niesner, das sind so Leute, wo du so denkst, Danish Girl mit Timo Niesner, ich war so, boah, das war einfach zum Niederknien. Und genau, ja. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Rosa Salazar? Ich habe 2015 das erste Mal Tobias Meister kennengelernt im Ensemble bei Avengers. Da hatte ich 12 Takes oder sowas. Und dann hat er, glaube ich, einfach geschätzt, was ich mache. So. Und dann habe ich im selben Jahr, im Juli 2015, die Rolle bekommen und habe dann Maze Runner machen dürfen. Wie war die Synchronarbeit an den Maze Runner Filmen? Also erstmal fand ich spannend, weil ich ja zu der Zeit noch wirklich sehr frisch im Business war, weil ich habe ja 2013 erst angefangen, die Arbeit von Serie zu Kino. Also wie viel mehr Zeit man hat und wie genauer man nochmal hört. Und das, also für mich habe ich so das gemerkt, so, da gibt es kein Limit für die Arbeit an dem Take. Das fand ich großartig. Und dann erinnere ich mich halt noch gut, weil ich eine doch sehr zart beseitete Frau bin, im Sinne von, dass ich mich sehr viel erschrecke, dass es irgendwann die Situation gab, wo ich mich so erschrocken habe, wo diese Cranks und diese Zombies halt in so Gängen sind. Und ich dann immer gesagt habe, oh Gott, ich kann mir das nicht angucken. Und ich teilweise irgendwie mir die Ohren zugehalten habe und dachte, nein, du musst ja zuhören, du musst ja gucken, was sie macht. Dass dann Tobias Meister gesagt hat, okay, ich fahre jetzt komplett alles runter. Also es gab dann keine Musik mehr beim Einspielen, es gab nur noch den nackten Ton. Also Fußgeräusche und alles, was du als O-Ton hast. Und dann hat er auch immer noch gesagt, ja, ne, und da kommt jetzt gleich ein Zombie. Und der saß in der Maske und der wurde geschminkt, also alles ist gut. Und also es war auf jeden Fall eine total schöne Arbeit und war cool. So, und die Schauspielerin ist halt auch toll. Also es ist halt so eine starke und auch burschikose Frau und ich mag halt so Frauen, die irgendwie ihr Ding durchziehen. So. Und natürlich immer auch mit einem Bruch. Ne? Also die brauchen alle einen Bruch, die brauchen irgendwas, wo sie natürlich auch zart beseitigt sind, weil sonst nur Helden gibt es nicht. Was schätzt du an ihrem Spiel? Ja, das ist genau das, was ich meine. Dieses, dass sie eine ganz starke Persönlichkeit hat und dieses Taffe. Und gleichzeitig spürst du immer drunter auch wie so eine Art Geheimnis. Also jetzt auch von anderen Sachen, die ich gesehen habe, dass sie auf jeden Fall diese Brüche, wo es in die Tiefe geht, unglaublich gut zulassen kann. Und was ich geschätzt habe, ist, dass sie einfach eine starke Frau ist, die irgendwie Leute zusammenhält und ihren Weg geht. So, das fand ich gut. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Sophie Turner? Na, ich hatte ja mit Tobias Meister Maze Runner gemacht. Das war 15 und dann habe ich 16 hat er mich gefragt,
Also wurde ich angefragt, ob ich Sophie Turner in X-Men Apokalypse mache. Und dann habe ich gesagt, ja, na klar. Sophie Turner wurde in Game of Thrones von einer Münchner Kollegin synchronisiert. Wieso durftest du sie als Jean Grey sprechen? Also ich kann da nur spekulieren. In Game of Thrones ist die Figur, die Sophie Turner spielt, sehr jung. Also ich glaube irgendwas zwischen 12 und 14 Jahren am Anfang. Und Sophie Turner selber hat jetzt aber nicht so eine sehr helle Stimme, sondern ist von ihrer Originalstimme eigentlich um einiges tiefer. Wobei jetzt zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht ganz genau, wo sie da stand. Und die Kollegin aus München ist 10 Jahre jünger als ich. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, dass sie sich auch gut vorstellen könnte, dass dadurch, dass wir in der deutschen Synchronisation gesagt haben, weil sie jünger ist, dass wir auch eine jüngere und hellere Stimme nehmen. Aber das ist reine Spekulation. Da habe ich keine Ahnung. Hast du es als glückliche Fügung empfunden, dass du Sophie Turner in den X-Men-Filmen sprechen durftest? Ja, also ich war auf jeden Fall total glücklich und auch stolz irgendwie, dass auch Tobias mir das zutraut oder zugetraut hat, dass ich so eine Rolle machen kann. Und das war ja glückliche Fügung, Schicksal, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall war es großartig. Warst du aufgeregt bei der Synchronisation? Ja, klar, natürlich. Man will ja immer irgendwie das Beste machen und an dieses Original drankommen. Und das war jetzt auch bei Dark Phoenix. Kennt man sie ja vielleicht auch schon so ein bisschen. Und da gibt es dann halt Situationen, wo du merkst, da ist noch ein anderer Ton. Und dann sagt auch Regie und man selber so, ey, dann noch einmal, das müssen wir noch mal irgendwie machen. Und dann kommt man dem irgendwie näher. Und ich fand jetzt Dark Phoenix hat jetzt echt total Spaß gemacht, weil sie da auch noch andere Brüche hat. Also da ist sie nicht nur die Taffe und irgendwie Jean Grey, sondern dieses Persönliche von ihr oder diese Verletzlichkeiten. Also das ist das, was mir dann auch unglaublich Spaß gemacht hat, wie sie das erste Mal auf ihren Vater trifft und erfährt, der ist nicht tot und sie trifft auf ihn und auf einmal fällt ihre ganze Geschichte hinten runter. Nämlich zu erfahren, dass sie verlassen wurde und keiner sie wollte. Und ja, toll. Toll gespielt. Kannst du dich selbst für das Marvel-Universum begeistern? Ja, irgendwie schon. Also ich kann mich für das Marvel-Universum begeistern, weil das ist, finde ich, für mich letztendlich, also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die ganzen großen Klassiker, also Theaterklassiker, da geht es letztendlich auch um dasselbe. Es ist Macht, Liebe, Vertrauen, Intrigen und alles Mögliche, was genau dahinter steckt. Und das hat der Marvel-Kosmos in seiner Form natürlich auch. Und von daher finde ich jede Figur und jeden Strang, den es da gibt, auf seine Art und Weise total interessant. Was fasziniert dich am Beruf der Synchronsprecherin? Es fasziniert mich, dass ich Rollen spiele, die ich niemals im deutschen Fernsehen spielen würde, die es auch gar nicht gibt, weil der deutsche Markt nicht so funktioniert. Und dann auch natürlich Besetzungen stattfinden, weil man ein bestimmter Typ ist oder nicht. Und das ist im Synchron halt nicht gegeben. Das heißt, ich kann jegliche Figuren synchronisieren, wo ich von träume, dass ich sie machen darf. Und das ist dann von einer toughen Tulip O'Hare zu einer sehr zart beseiteten, keine Ahnung, im Mittelalter lebenden jungen Frau, die völlig unter der Herrschaft der Männer irgendwie steht. Und diese Nuancen, dass ich das irgendwie alles machen kann, die finde ich halt großartig. Du hast Elodie Young als Elektra Nachios in den Marvel-Serien Daredevil und The Defenders synchronisiert. Was reizt dich an dieser Rolle? Ja, das ist halt eben echt ähnlich. Ne? Das ist auch so eine toughe Lady und darunter steckt eine unglaubliche Gekränktheit, dass sie so, wie sie ist, eigentlich nicht richtig ist, dass sie alleine im Leben steht. Und was bei ihr noch spannend war, dass sie ja auf eine Art und Weise wirklich so eine Form von Mordlust hat. Also das ist dann nicht nur ich kämpfe, sondern ich will morden. Und mich interessiert dann immer der Moment, wo die Figur auftritt und eigentlich in der Form jetzt auch wie was Verabscheuungswürdiges ist. Und danach kommt der Punkt, warum ich verstehe,
vielleicht, warum sie so handelt. Und dann kriege ich eine Empathie. Und das fand ich bei ihr ziemlich, also das hat man auf jeden Fall bei ihr gesehen in dem Strang ihrer Geschichte. Und dass sie natürlich erstmal irgendwie lassiv und cool ist und ihr Ding da durchzieht und alle verrückt macht. Und dann steckt dahinter natürlich auch diese verletzte Seele und ja, das mag ich. Seit der 11. Staffel von Grey's Anatomy bist du die Stimme von Kelly McCreary als Dr. Maggie Pierce. Wie sind die Aufnahmen zur Serie? Also das ist meine, also nach der Pirette von Es war einmal die Erde ist das meine erste große Rolle gewesen, die ich bekommen habe mit einem Mensch. Das andere war ja animiert. Und die Aufnahmen sind genial. Also ich habe am Anfang relativ, ich bin da reingeworfen worden und dachte, wie soll ich diese Frau sprechen, weil die sehr schnell ist einfach. Und im Prinzip ist es jetzt über die Jahre ein totales Fest geworden, da reinzugehen, weil das ist eine der Schauspielerinnen ist, die ich am besten kenne. Und ich glaube, einer der schönsten Momente war, ich glaube, da habe ich die schon anderthalb Jahre gesprochen. Und irgendwann gab es so einen Moment, wo ich einfach so im Studio so dachte, so krass, krass. Und alle waren so, was ist los, was ist los, was ist los? Und ich habe dann einfach erzählt, ich wollte, seitdem ich Schauspielerin geworden bin und in der Schauspielschule war, habe ich mir immer gewünscht, ich würde gerne eine Figur spielen im Theater mal wie Louis de Funès. Dieser, nein, und oh, was? So. Und das ist Kelly McCreary. Das ist Dr. Maggie Pierce. Die kommt dann rein und ich wollte noch, aber ja gut, wir sehen uns. Könnten wir noch und so. Also es ist die hat immer so bestimmte abgehackte Sachen und sie ist unglaublich komödiantisch. Und dann stellte ich irgendwie nach anderthalb Jahren fest, dass ich meinen Louis de Funès bekommen habe als Dr. Maggie Pierce von Grey's Anatomy. Konntest du dein medizinisches Fachwissen durch die Serie verbessern? Nee. Also es gibt bestimmte Worte, die ich jetzt vielleicht dann, wenn ich sie lese, dann irgendwie einigermaßen aussprechen kann und es dann auch immer verwundert bin, dass es wirklich geht. Aber die habe ich relativ schnell danach wieder vergessen. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Also ich kriege einen Tag vorher meistens meine Termine und dann kommt es drauf an, wie viel ich zu tun habe. Also manchmal habe ich nur einen Termin am Tag, jetzt die letzten Wochen hatte ich drei Termine am Tag oder vier und dann wird gefahren. Ich habe letztens irgendwie mal meine Fahrten gezählt, also weil ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze und es waren dann irgendwie doch 11. Dann fährt man irgendwie nach Johannisthal, dann wieder nach Schöneberg, von Schöneberg nach Babelsberg, von Babelsberg nach Charlottenburg und dann, man sitzt viel auf jeden Fall in der Bahn und dann geht's ins Studio. Du bist auch Hörbuchsprecherin. Wie bereitest du dich auf eine Aufnahme vor? Also ich lese das Buch immer einmal durch, ohne was damit zu machen, also einfach nur zu lesen. Dann lese ich es nochmal und fange an zu arbeiten, also wo ich mir vor die einzelnen Stellen schreibe, welche Rolle gerade spricht oder bestimmte Betonungen oder wo ich irgendwie ein Augenmerk drauf setze. Und dann geht's ins Studio und dann geht's los. Gab's unter den von dir gesprochenen Büchern eines, das dir besonders gut gefallen hat? Ja, es gibt eine Reihe, die ich unglaublich gerne lese. Die ist auch sehr lang. Das ist die Sumpfloch-Saga von Halo Summer. Und was sie einfach schafft, ist, die Geschichte spielt praktisch in unserer Welt, also Berlin und gleichzeitig, also, oder unsere Welt und dann in einer Parallelwelt. Und ihr Augenmerk ist, finde ich, auch sehr auf jungen Mädchenrollen, die alle stark sind und die sich nicht irgendwie damit auseinandersetzen. Oh Gott, bin ich so schön und liebt mich der? Da hat man ja irgendwie Vampir-Stories ohne Ende. Und das ist letztendlich bei der Geschichte, geht es darum, dass diese Kinder und Jugendlichen, also es fängt an, da sind die 9 und wir sind jetzt irgendwie beim Alter 17, also ich habe jetzt schon irgendwie 10 Bücher gelesen, die nächsten kommen dann demnächst raus, geht es um Vertrauen, Selbstfindung, um meinetwegen auch die erste Liebe zu verstehen, weil sie alle verschiedene Kräfte in sich tragen und sie dadurch anders sind, dass das Anderssein irgendwann was ganz Tolles sein kann und dass man nicht
zu allen dazugehören muss. Und das sind so ganz feine Geschichten und unglaublich tolle Bilder, die sie kreiert. Ich weiß nicht, es gab mal ein Bild, wo ich auch dachte, Wahnsinn, da gibt es dann eine Figur, die kann dann durch Wände schwimmen und dann ist sie praktisch mit dem Kopf schon in der einen Welt und mit dem Körper noch in der Unterwasserwelt des anderen. Und diese Bilder, die sie kreiert, machen einen riesen Kosmos auf an Fantasie. Und das ist ganz toll. Also ich kann diese Saga irgendwie allen empfehlen. Du kommst vom Theater. Wie übersetzt du die Körperlichkeit der Bühne in deine Synchronstimme? Mit meinem Körper. Also ich nehme meinen Körper immer mit. Also meistens ist es so, wenn die Figuren stehen, stehe ich. Wenn sie sitzen, sitze ich. Wenn sie die Beine hoch machen oder wie auch immer. Also eigentlich nehme ich für alles immer noch komplett meinen Körper mit. In der Form, wie ich es machen kann. Dass ich nicht den Ton des Mikrofons störe. Und dann, wenn es jetzt irgendwie auch sehr, wenn es, keine Ahnung, um Weinen oder sowas geht, dann ist das wie so ein Punkt, wo ich weiß, wo mich was berührt, das macht irgendwas in meinem Körper. Und der Unterschied ist, jetzt kann ich es leise machen und im Theater habe ich es laut gemacht, damit ich senden musste. So. Aber es ist immer der Körper. Du hast in einem Interview mal gesagt, ich mag Drama, schwierige Frauen und in die Tiefe gehen. Was bedeutet das? Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich mag irgendwie Menschen in die Seele gucken. Und wenn Figuren nur eine gewisse Form von Oberflächlichkeit haben, dann interessiert mich das nicht. Und das interessiert mich auch nicht beim Sprechen oder beim Spielen. Aber wenn die so eine gewisse Form von Tiefe haben, dann ist das, worauf ich Lust habe. Und dann hast du natürlich auch in dem Drama ja auch wieder die Komödie, weil wenn du das Drama irgendwie einen Ticken überhöhst, dann bist du in der Komödie. Und ich habe eine ziemlich lange Zeit Sarah Kane auch gespielt, 448 Psychose, was ja auch mehr oder weniger ihre Geschichte ist. Und ich glaube halt, dass wir immer wieder diese ganz tiefen Punkte in unserem Leben haben. Und ich finde es spannend, die zu zeigen und da durchzugehen. Und das ist aber eben nicht nur eins von der Figur, sondern da ist dann das Lachen und da ist die Fröhlichkeit, genau das, was man sagt. So, es geht runter und es geht hoch. Und das finde ich, wenn ich da eine Figur bekomme, die das in einem Film zeigen kann oder ich sie spreche, dann mag ich das. Was machst du am liebsten? Film, Theater, Synchron oder Hörbuch? Natürlich alles. Ja, ich mag alles. Es gibt keinen am liebsten. Ich finde alle Richtungen für mich großartig, weil ich in jedem was finde, was mich herausfordern kann. Und von daher gibt es da keine Entscheidung, was besser ist. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Also, ich glaube, ich finde immer eine Ausbildung total gut. Sei es jetzt eine Sprecherausbildung, mit Schauspielausbildung natürlich auch zusammen möglich. Aber es gibt eben halt auch Sprecherworkshops, die man machen kann. Letztendlich würde ich als Tipp geben, habt nicht das Gefühl, dass es irgendwie alles schnell gehen muss. Lasst euch Zeit. Es ist irgendwie learning by doing. Ich habe auch meine Ausbildung gemacht, klassisches Theater und Sprechen. Und trotzdem musste ich ins Studio und habe die Sachen erstmal gelernt, wie ich mich da im Studio verhalte. Aber auf jeden Fall schauspielerisches Talent mitbringen oder Schauspielworkshops machen, Sprecherworkshops machen. Und dann lasst euch Zeit, macht euch keinen Stress. Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Ich wünsche mir für meine berufliche Zukunft, dass ich wirklich noch mit 80 Hörbücher, Synchronhörspiele machen kann, weil ich so Lust drauf habe, als ältere Dame auch mich zu hören, wie ich diese, also weil die Stimme verändert sich. Und ich glaube, das fände ich total schön, wenn ich wirklich bis ins hohe Alter diesen Job machen kann. Und dann wünsche ich mir auch noch, dass die Leute, die einen besetzen, auch im Synchron davon weggehen, was man äußerlich für ein Typ ist, sondern auch da sich trauen zu sagen, okay, vielleicht sieht der oder die Schauspielerin so aus,
Aber ich habe die Idee für die Rolle und es ist komplett dagegen besetzt. Und das fände ich auch schön, wenn das zukunftstechnisch noch weiter bestehen könnte. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Ja, ich weiß gar nicht, ob die so witzig ist, aber sie ist auf jeden Fall ganz schön gewesen für mich. Ich hatte jetzt gerade ein Casting für eine neue Serie und war da für die Nebenfigur eingeladen, sie zu sprechen. Und das waren auch teilweise 15 oder 20 Takes, also relativ viele Takes für ein Vorsprechen, für ein Casting. Und ich mache das Casting und spreche sie und denke die ganze Zeit, ich bin die andere. Ich bin die andere Figur. Ich bin falsch da. Ich muss die andere sprechen. Und genau, und dann habe ich das Casting beendet, bin dann in die Regie gekommen und kam rein und dann saß der Regisseur und der Tonmeister da und der Regisseur guckte mich so an und meinte so, du willst nochmal für die andere vorsprechen, oder? Und ja, genau, und das war jetzt in dem Fall auch die Hauptrolle. Das wäre jetzt gar nicht das Thema gewesen, sondern es war einfach nur, dass ich dachte, dass die und ich, das ist eins. Und dann habe ich das Casting gemacht und es war irgendwie so sofort, es hat einfach total geklappt. Und dann habe ich letztendlich die Rolle bekommen und bin unglaublich glücklich, weil diese Schauspielerin und ich irgendwie, das war so. Genau.